Okay, ein bisschen machen wir noch für heute. Ich will vielleicht noch ganz kurz sagen, während ich jetzt diese Runde beende, das ist immer eine Abwägung, die man treffen muss, ob man diese zwei Bauernreiter braucht. Ne? Wir rekrutieren die ja, weil wir Einheiten verfolgen müssen. Ich glaube, ihr habt das ja vorhin auch schon sehen können, weil das halt ein Aspekt ist, der bei Warhammer 3 tatsächlich nicht gut klappt. Ne? Und so hat man halt die Möglichkeit, mit den Bauernreitern flüchtende Einheiten zu verfolgen. Das ist einfach so ein strategisches Element, was wir mit auf die Gefechtskarte bringen, was uns da nochmal zusätzlich unterstützt. Den Hohen Wächter nehmen wir jetzt auch ein. Da greifen wir aber auch zuerst wieder mit Yuan Bo an. Denn wir wollen den hochleveln. Das da mal bitte umzingeln. Und die Bauernreiter, die stecken wir direkt in seine Armee mit rein. Wir sehen auch hier schon, die Ressourcen sind teilweise wieder zurückgekommen. Jetzt werden wir hier angreifen. Auch das müssen wir nicht automatisch machen. Da schenken wir uns die hohen Verluste, die wir da hätten, beziehungsweise mittlere Verluste. Heißt ja auch, wir verlieren über 30% der Armee, so roundabout 30%. Das ist einfach sehr viel. Okay, weiter geht's. Wir stellen unsere Einheiten auf. Die Bogenschützen stellen wir gewohnheitsmäßig nach vorne. Passen ein bisschen auf mit Flankierungen. Ja, okay, nimm die Schwertkämpfer noch mit. Mich so ein bisschen dahinter stellen. Der Jadelöwe übernimmt einen Teil des Flankenschutzes. Yuan Bo schicken wir vielleicht noch nach vorne. Die Reiter stellen wir auf die rechte Seite für den Flankenschutz. Und die Longmar-Reiter zusammen mit den Obsidian-Krähen stellen wir hier auf die Seite. Wir müssen ein bisschen aufpassen vor seinen Wildschweinreitern. Das sind jetzt eigentlich nicht die besten Truppen, aber in den Händen der KI werden die ziemlich gefährlich. Oha, sogar mit Generalsansprache. Ich bin beeindruckt. Okay, hier sehen wir übrigens unsere Bauernreiter. Genau, die kommen schon. Und sie kommen immer näher. In der Situation können wir jetzt auch unsere Infanterie ein bisschen vorrücken. Ja, sehr schön. Und du greifst sie direkt an. Auf die Flanke. Lass dich da nicht von denen einfangen. Oh, nein, da hat er mich erwischt. Okay, naja. Gib den mal Verteidigung und dann chargen wir den einmal. Oder wir chargen ihn noch nicht. Wir gucken mal. Die können wir hier hin machen. Und sich hier um die Abteilung. Du übernimmst das hier mal bitte. Und haben wir ihn erwischt, sehr schön. Ah, zu viele Fernkämpfer. Das macht die KI tatsächlich ganz schön. Hier der Fokus auf die Einheiten. Peasant Spearmen. Order and Balance. Stone and Steel.
Der Rest heißt für uns hier nur noch, wir gewinnen das jetzt über die Moral und dann ist auch gut. Gib denen mal noch ein bisschen Rüstung mit. Oder Schadensresistenz ist es. Super, reicht doch. Beenden wir das Gefecht hier. Ja, bei den Bogenschützen habe ich mir ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Die Spicker-Bogenschützen sind tatsächlich in den Händen der KI auch sehr gefährlich. Das war nicht gut von mir. Aber immerhin. Immerhin. So, immerhin vom Ergebnis auch besser als das, was wahrscheinlich jetzt bei einem Autogefecht rumgekommen wäre. Also 226 Mann Verluste, das geht noch halbwegs. Viele Erfahrungspunkte gab es hier. Und wir haben noch ein Artefakt erbeutet. Das ist ganz gut tatsächlich, wobei es in den Händen der Alchemistin wahrscheinlich noch besser wäre, damit die ihre Zaubersprüche noch stärker machen kann. Und jetzt haben wir eine nicht ganz unwichtige Missionsentscheidung. Wir könnten jetzt für die stolze Summe von 20.000 aus unserer Schatzkammer unsere Stadt Shangwu aufgeben. Und dann hätten wir eine reine Expeditionsmission hier drüben. Allerdings glaube ich, dass der besondere Reiz der Kampagne auch ein bisschen darin besteht, mit Shangwu weiterzuspielen. Also würde ich dafür plädieren, die Siedlung zu behalten. Das macht die ganze Sache nochmal ein bisschen interessanter. Ich lese noch hier kurz den Text vor. Die Winde der Magie versammeln sich. Sie wehen mit einer Intensität durch Lustria, die die Reichweite und Macht des Jade-Kompasses exponentiell vergrößern könnte. Doch die Expedition auf dem Kontinent hat Katais Verteidigung geschwächt zurückgelassen. Wie ein Schatten senkt sich eine vampirische Bedrohung über Shangwu, das sind ja unsere Nachbarn, mit denen wir den Nichtangriffspakt haben. Die untote Plage könnte jeden Moment zuschlagen und ohne ausreichenden Schutz könnte die Region ihrer Gier und Bosheit zum Opfer fallen. Es mag weise sein, die Herrschaft über die Stadt an einen zuverlässigeren Verwalter zu übertragen, anstatt die Feinde an zwei Fronten zu bekämpfen. Aber das macht ja gerade so ein bisschen jetzt hier den Reiz aus, finde ich. Also deswegen behalten wir das mal so. Und der Wing Shaw hat die Silberstrahlrüstung gefunden. Und wir haben ein legendäres Söldnerregiment, die Krähenmänner der Kaiserin. Okay. Wir haben unsere erste Provinz gesichert. Das ist doch was Gutes, ne? Kontrolle ist erstmal das Wichtigste. Das versuchen wir zuerst zu stärken. Wir können das Gebäude jetzt abreißen, denn wir haben unsere... Wir haben unsere Rekruten ja bereits in unserer Armee. Und nehmen stattdessen jetzt nochmal zwei Bogenschützen mit. Oder ich würde sagen, noch einen Bogenschützen und noch so einen Speerkämpfer. Das ist vielleicht noch besser. Der hat sogar jetzt direkt Level 4 bekommen. Das ist ja sehr stark, tatsächlich. Also die Zielsicherheit ist auch für ihn sehr gut. Ich finde es tatsächlich am Anfang recht wichtig, die schlechten Einheiten, die wir haben. Den Richterpunkt, den nehmen wir jetzt trotzdem einmal. Denn jetzt kann er seine Spezialfähigkeit einmal häufiger im Kampf einsetzen. Das ist tatsächlich echt ziemlich cool. Also zweimal diese Attacke einsetzen zu können, ist einfach mega stark. Und wir sind ja ganz stark darauf angewiesen, unsere billigen Einheiten zu benutzen. Zumindest zu Beginn der Kampagne, bis wir so im Midgame angekommen sind. Und deswegen ist es am Anfang häufig besser, die billigeren Einheiten zu verbessern. Damit man besser durch die Kampagne kommt, weil wir werden nicht reine Elite-Armeen bauen auf absehbare Zeit. Hier sind unsere Missionen, unsere Aufgaben, die kommen werden. Okay, also glückbringender Schild ist, glaube ich, okay für ihn. Du nimmst bitte den Stab, denn das ist ja unsere Magierin, die vielleicht auch mal eben einen Zauber wirkt. Ja, das gibt zusätzliche Rüstungspunkte, die ja auch mal ein Spell overcasten muss. Also das ist schon eine wichtige Voraussetzung, deswegen nimmt die den Stab mal besser mit. Minus 100% Chancen auf Kontrollverlust ist einfach auch sehr gut. So, und damit wir
diese Siedlung nächste Runde belagern können. Kriegst du schon mal den Bewegungsbefehl? Und wir gucken in die nächste Runde rein. Er wird wahrscheinlich einen Helden hier reinstellen oder da, je nachdem. Ja, da hat er den Helden reingestellt. Für uns natürlich jetzt auch wichtig, dass wir... Ah, du kommst doch nicht mal im Gewaltmarsch hin. Das ist natürlich nicht so toll. Ja. Wo geht er? Das würde aber tatsächlich auch mit dem, also nur falls ihr jetzt sagt, haha, Günther, nimm doch den Marschierer. Das sind nur 5%, das macht nicht so viel aus tatsächlich. Den würden wir da noch nicht erreichen. General. Wir könnten einmal belagern. Sorcery, through me. In orderly fashion. Go. Dann gehst du hierhin, nimmst du einmal die Einheitenverstärkung mit. Die packen wir direkt zusammen. Brauchen wir noch einen Speerkämpfer? 7 Bogenschützen ist ganz gut, ne? 18 besser. Das ist die Provinz, die wir ausbauen werden. Und hier holen wir uns die Wachstumsboni. Ja. Der Held soll da einfach erstmal nur ein bisschen ärgern. In 5 Runden gibt es die nächste Wachstumsstufe dort, okay. Wir könnten noch eine weitere Karawane aufstellen, das machen wir aber mal noch nicht. Ja, unser Kompass da, der rödelt da noch so ein bisschen rum. Das ist noch nicht so toll. Bei den Staatsangelegenheiten können wir noch nichts machen. Wir schauen in die nächste Runde rein. So, jetzt kommt gleich der Ausfall. Zeig mir mal das Terrain. Das Problem ist, wenn wir uns auf ein Gefecht mit ihm einlassen, dann wird er uns das Artefakt klauen. Also es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er es klauen wird. Und er stellt sich direkt mit der kompletten Armee auf, weil das die Siedlungsgarnison ist. Und wir schauen mal. Okay, da sind wir. Los geht's. So, wo ist dein General? Komm doch so, dass ich dich alleine erwischen kann. Auf jeden Fall werden wir nicht am Hang kämpfen. Ab, 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 ab.
Wir haben Geschossresistenz. Wir haben Geschossresistenz. Komm her mit dem Helden. Ich will den Helden haben. Ich will den Helden haben. Komm her. Unser Held ist stark. Unser Held ist stärker. Der Feigling. Kämpfe ich hier gegen Hobgobus oder was? Oder gegen Gnoblas? Wir warten, bis sein Held hier durch ist. So, Nummer 1. So, das machen wir ein bisschen schneller. Wir treffen den nicht, ne? Da steht immer so einer dazwischen. Aha, jetzt wieder. Das Problem ist, die KI trifft tausendmal besser als wir, auch mit den bescheuerten Helden. Deswegen ist das sehr schwierig, diese Duelle da zu gewinnen. Ja. Okay, schade. Ja, dann müssen wir die Niederlage zugeben. Das geht dann nicht anders. Es war ein bisschen Hoffnung da, dass es klappen könnte, aber es geht nicht. Der macht zu viel Schaden an dem Helden und wir treffen ihn nicht. Ja, wir haben nur verloren. Er hat das Artefakt nicht gestohlen. Okay. Gut. Ist jetzt schade, weil er zusätzliche Einheiten bekommt, aber okay. Das ist unsere Karawane, die sich jetzt verteidigen muss in einem Hinterhalt. Okay. Es hört ja nicht auf heute. Es hört nicht auf, es wird immer besser. Wobs Rotzsturm. Ogerkönigreiche. Fight for the pride! For you are the guardians of order! The defenders of harmony! Ja, ja. Ich sehe hier aber keinen. Peasant Spearman! Cheng Yang sends us! Ja, ja. Store and steel! Guided by ancestors! Peasant archers! Attack in unison! Ja, schieß mal auf die. Stone and steel! Wind and fire! Oh Leute, ne? Ehrlich. So, die müssen sofort da raus. So, die müssen in den Rücken schießen. Komm, schneller, schneller, schneller. Hier, 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 hier. Ich weiß nicht, gegen wen die da jetzt genau kämpfen, aber du kannst eigentlich hier weiter kämpfen. Nee, schieß auf den. Einer verfolgt. Du kämpfst gegen den Chef. Stellt ihr euch hier hin? Du kommst hier hin? Okay.
Schicken die Bogenschützen bitte in den Defensivmodus. Ja, bitte hier hinstellen. Die kommen mal raus, der kämpft jetzt bitte nur noch gegen den einen Typen hier. Und hier hin. Ja, komm zurück. Ja, ist so uninteressant. Oh ja, ne, hat einen schönen Charge-Bonus gekriegt. Noch so zum Abschluss des Ganzen, ne? Ja, das war's, ne? Wir könnten noch versuchen, den General abzuknallen. Den erwischt man aber erfahrungsgemäß nicht. Hören wir hier auf. Oder mit denen erwischen wir ihn zumindest nicht, ne? Mit Eisenhagelschützen oder Kranichschützen oder so sähe das anders aus, ne? Ja, es war noch viel Fraße, ne? Das sind jetzt gar nicht mal so schlechte Einheiten. Für die Karawanen würde ich tatsächlich immer empfehlen, die Verstärkung zu nehmen. Falls man Verluste hat, ist das tatsächlich wichtig. Wir schauen mal. Dass wir jetzt auch direkt die Stadt angreifen können. Die Armee ist ja auch soweit fertig. Das funktioniert auch in einem Autogefecht. Also, wie sähe das wohl aus? Ich versuche es nochmal zu erklären, was meine Motivation dahinter ist, das jetzt automatisch zu machen, weil die Türme in der Regel zu viel Schaden an unseren Einheiten verursachen. Also diese Verteidigungstürme, die er hat. Das ist ja keine wirklich gute Armee. Und wenn das jetzt selber auch eure Armee wäre, ihr könntet ja niemals irgendwie ordentlich verteidigen, ne? Aber diese Türme, diese Verteidigungstürme hier in diesen Schlachten, die sind einfach so übertrieben stark, dass wir, um Verluste zu minimieren, es darauf ankommen lassen müssten, dass wir mit unseren Bogenschützen die Einheiten von der Mauer runterschießen. Das ist immer ein bisschen albern. Deswegen schenken wir uns das Geplänkel und machen das jetzt einfach automatisch. Wir besetzen das. Wir haben den Trank der Tollkühnheit, das ist auch gut. Noch so ein Artefakt zu haben, das uns nochmal... Ja genau, du hast den ja bereits, ne? 40% Angriffsbonus ist okay. Ich weiß gar nicht, kann man den benutzen, wenn er als Drache unterwegs ist? Müsste ich nochmal rausfinden. Wir nehmen noch die Metallbeherrschung. Instrument of the Divine. Und werden nochmal hierhin weiterlaufen. Ich rekrutiere aber keine zusätzlichen Einheiten jetzt rein. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Das Gebäude hier können wir abreißen. Ihr kennt das ja. Ich bin immer ein bisschen skeptisch damit oder vorsichtig, die Städte weiter auszubauen, wenn ich nicht der Meinung bin, dass ich sie halten kann. Also insbesondere diese Nebensiedlungen, ne? Die großen Städte, die kann man eher mal ausbauen, weil man die leichter verteidigen kann. Aber gerade so diese Nebensiedlungen, das ist immer ein bisschen tricky. Ja. Der nimmt bitte noch einmal weniger Verschleiß mit. Ja,
Er ist ja natürlich auch gerade in bester Gesellschaft unterwegs, ne? Well fought, man. Der Markus Wohlfahrt möchte bestimmt einen Nichtangriffspakt. Das machen wir auch. Von dem würde ich mich auf jeden Fall, solange es geht, irgendwie fernhalten. Die Karawane von Tayandu. Die Karawane hält an, um ein Nachtlager aufzuschlagen. Als ein Fremder sich zu euch gesellt. Die Wachen fangen ihn ab, doch er erbittet eine Audienz mit dem Karawanenmeister. Er bietet euch an, der Karawane unbezahlt beizutreten, je mehr, desto besser, und sie zu beschützen. Ist ein Edler der Hochelfen. Aber warum gibt es Leute, die den nicht haben wollen? Weil der Geld kostet? Der Fremde könnte der Karawane bei einem Angriff helfen, aber er sieht irgendwie nicht vertrauenswürdig aus, oder... Karawanengilden empfehlen, aus gutem Grund unterwegs keine Fremden aufzunehmen. Ja. Aber Nahkampfspezialisten brauchen wir auch eigentlich nicht. Schade, wir sind doch hier der Spionagemeister. Konnten aber nicht mehr zu ihm herausfinden. Wir haben eine Mission. Errichte 3 Gebäude, die zur Harmonie beitragen. Das sind wir kurz davor. Okay. Die errichten wir auf jeden Fall im nächsten Teil. Na, wo sind wir da? Lustria ist hier. So. Vielleicht. Ja. Governor, an executioner. In orderly fashion. Go. Surprise. Ja, versteck dich mal ruhig. Er hat keine Truppen rekrutiert, ne? Ja, lauf mal vor. Wollen wir schon was zum Handeln haben? Eigentlich brauchen wir erst diese Wachstumsgebäude, ne? Weil die Provinzen können wir sonst nicht gescheit ausbauen. Der Hohe Wächter wäre eigentlich die richtige Siedlung zum Ausbau, denn da gibt es Ressourcen und einen Hafen. Ihr seht, da geht die ganze Kohle drauf, ne? Komm, die Runde machen wir jetzt noch. Da, den Schrein des Sotek, den holen wir uns jetzt noch schnell und dann haben wir den Gegner ausgeschaltet und in den nächsten Parts können wir dann schauen, wie es dann weitergeht. Ich darf euch, glaube ich, 75 Runden darf ich euch zeigen. Aktuell, nach aktuellem Stand, machen wir nicht Angriffspakt mit denen? Okay. Und wir nehmen zusätzliche Fracht mit. Denn Verstärkung brauchen wir nicht ganz so dringend. Das ist übrigens auch ein guter Grund, diese bitte einmal belagern. Ja, das ist ein guter Grund, immer diese Gefechte der Karawanen manuell auszutragen, weil ihr damit einfach bessere Optionen dann zur Auswahl habt, weil die Fracht bringt uns ja mehr Einkommen. Den Nachschub brauchen wir nur, wenn wir voll viele Einheiten verloren haben und die Einheiten verliert ihr ja durch diese automatischen Gefechte. Das hier ist aber auch wieder so eindeutig und es ist seine letzte Siedlung, dass ich das jetzt automatisch mache. Hier 291 Mann würden wir niemals gegen so eine Armee verlieren. Schaut euch alleine mal die Kills der Bogenschützen an. Wir haben so viel mehr Fernkämpfer, das würde niemals passieren. Aber okay. Ja, sehr schön. Ming Shao hat ein Schlachtross erhalten. Leader of Men. So, und jetzt stecken wir den Ming Shao noch einmal in eine solche Stadt rein, bis er voll geheilt ist. Dann lösen wir den auf, obwohl wir es wahrscheinlich auch
jetzt schon machen könnten. Dann haben wir ihn schneller wieder zur Verfügung. Glaube ich besser. Aber eine Runde heilen, dagegen spricht jetzt auch nichts. So, was sind die anderen Boni, die wir nehmen? Also Waffenstärke und Rüstung braucht man eigentlich nicht wirklich bei diesen Einheiten, weil die schon recht stark sind. Der mächtige Angriff. Leider funktioniert das mit dem Ansturmbonus gegen die KI nicht wirklich gut. Im Multiplayer ist es eine gute Option, aber nicht gegen die KI. Die kriegt das irgendwie immer gekontert und ihr könnt sie dann nicht richtig angreifen. Ich finde hier Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr für unsere Standardeinheiten wieder wichtiger, damit wir insbesondere die Jadekrieger auch verbessern. Ja. Gut, okay. Und dann beenden wir noch diese Runde hier. Und dann können wir nochmal nach ein paar Abkommen Ausschau halten im nächsten Part. Vielleicht mache ich das auch zwischendrin und berichte euch dann einfach nur, was ich diplomatisch gemacht habe. Jetzt muss ich ja noch ein Gefecht austragen, ne? Wie viel Fracht willst du mir abziehen? 200. Diplomatische Beziehung mit Baumhammer plus 40. Aber das sind die überhaupt nicht. Und das ist jetzt nicht so eine super starke Armee. Da ziehe ich doch gerne die Waffen. Ja, so, kriegt ihr noch was für eure... Für eure Zeit, die ihr hier zuguckt, gibt es noch eine kleine Schlacht am Ende. Ist tatsächlich einer der Punkte, der in der Warhammer-Kampagne doch Spaß macht, finde ich fast, weil diese Gefechte hier, das mal was Angenehmes, da kämpft nicht immer Fullstacks gegeneinander wie sonst auf der Kampagnenkarte. Okay. Er greift uns an, ne? Ja. Wie schnell sind wir? Schnell genug. Defenders of Cathay. Defenders of Cathay. Warriors. Stellen wir mal da rein. Commander of cities. Without fail. Remember, you do not fight alone. All Cathay stands with you. Hoffen wir es. Und die Frage ist halt, wie viel weiter hinten als wir stehen die denn? Ja, kann ja sein, dass er hier hoch will, ne? Aber Positionierung ist wichtiger. Bleib mal kurz stehen. Oh Mann, Alter. Rennt einfach durch, ne? Der ignoriert das komplett, dass der da in eine Speerreihe reinläuft, ne? Der General kommt aber wieder raus. Hier hoch, bitte. Das versuchen wir noch mit Fernkampf zu erledigen. Aber unsere Einheiten schießen nicht gut. Dann kommen die bitte jetzt hier hin. Lauf mal hier hin. Okay, sieht so aus, als wären die Kätzchen abgehauen. Schieß den bitte in den Rücken. Das ist so blöd. Also ihr seht es, glaube ich, auch, dass die Einheiten immer so ineinander reinlaufen, ne? Wenn man so einen Feuerbefehl gibt. Das ist echt nicht gut. Hier hat man es jetzt auch wieder ganz gut gesehen.
archers! Und am besten steuert ihr die halt immer einzeln, ne? So wie ich das mache, so alle auswählen und fokussen, das ist nicht so gut. Am besten macht ihr das immer individuell. So, Preisfrage. Erwischen wir ihn? Ich sag nein. Ja, brauchen wir halt, glaube ich, echt nochmal Armbrustschützen oder so. So, es war knapp. Okay. Also von den Verlusten her echt in Ordnung, ne? Man sieht doch eigentlich, also dass Knoblas hier irgendwelche Kills machen, ist eigentlich schon eine Unverschämtheit. Aber es waren ja nicht viele Verluste. Ein bisschen was Kollateralschaden, das lässt sich nicht ganz vermeiden. Insbesondere in so einer Schlacht wie gerade eben, wo man noch die Position wechseln muss. So. Na, dann nehmen wir jetzt wieder die Verstärkung mit. Und wenn das Spiel uns den General hätte schlachten lassen, dann hätten wir sogar noch ein Level gekriegt. Okay, so, jetzt machen wir hier aber kurz Schluss und sehen uns dann gleich wieder.